alles gut bei euch? Ja, wie ihr sehen könnt an der Unterschrift, handelt es sich heute endlich um die Auflösung meiner Aufbrauch-Challenge. Wie ihr wisst, hatte ich mir im Februar, April, meine ich, selbst eine Challenge gesetzt, weil ich einfach ganz, ganz viele Produkte besitze, die ich einfach aufbrauchen musste oder aufbrauchen wollte. Und ja, ich hatte mir ja eigentlich ein Limit bis zum 30. Juni gesetzt. Ihr seht, ja, also heute haben wir, Moment, den 6. Juli. Aber ja, durch das, dass ich jetzt einfach 3 Wochen in Deutschland war, ist das jetzt alles so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ja, also es gibt ja so mehrere Videos, die ich jetzt hinten anstellen muss. Ich weiß auch, dass ganz, ganz viele von meinen Schätzeleins momentan auf meinen riesen DM-Haul und auf meine Geschenke warten. Ja, diese Videos werden natürlich kommen, ganz klar. Aber da ich mir die Challenge eben bis zum 30. Juni gesetzt hatte und ich jetzt auch nicht wollte, dass es hier heißt, ja Sandra, was ist los, ne? Habe ich mir gedacht, fangen wir jetzt mit dem Video an und dann geht es weiter mit meinem DM-Haul, mit den Geschenken. Ich denke auch, dass ich da mehrere Teile machen werde, weil es einfach ganz, ganz viel ist. Ja? Also der Koffer mit den ganzen DM-Produkten und den Geschenken, die ich von meinen Abonnenten, von Freunden und Familien bekommen habe, der ist immer noch gepackt. Also ich denke, dass ich das dann auch aus dem Koffer rausholen werde, wenn ich dann das oder diese Videos für euch abdrehen werde. Einfach, dass ihr seht, also ich habe weder was benutzt, ne? So wie es aus dem Koffer kommt, so zeige ich euch das dann auch und deswegen werden das dann auch mehrere Teile sein. Genau, ansonsten, ich hoffe, es geht euch gut, meine Schätzeleins. Vielen, vielen Dank für die lieben Nachrichten. Ihr habt mich ja alle ganz toll wieder empfangen hier auf YouTube. Viele haben sich ja gefreut, dass ich wieder da bin, haben mich vermisst. Das freut mich natürlich ganz, ganz doll. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt auch an. Ne? Also nicht, dass es hier wieder ausartet. Es geht heute einfach um die Produkte. Habe ich sie aufgebraucht oder nicht? Und ich kann sagen, es war ja von vornherein klar, dass ich nicht alle Produkte aufbrauchen werde. Aber ich für mich muss sagen, ich hab schon reingehauen. Ne? Muss man schon sagen. Und ich denke auch, ich werde so eine Challenge für mich in naher Zukunft nochmal machen. Wenn ihr daran Interesse habt, dass ich euch da wieder ein Video mache, welche Produkte möchte ich aufbrauchen, warum möchte ich die aufbrauchen, dann lasst mir das auf alle Fälle in den Kommentaren, da. Dann mache ich das natürlich gerne. Ansonsten mache ich die Challenge für mich alleine, setze mir da wieder ein Zeitlimit und ja, guck dann einfach für mich, was ich in der Zeit aufbrauchen kann. So, es könnte sein, dass ihr seht, dass mein Auge hier andauernd tränt. Das liegt daran, dass der Ventilator hier auf volle Pulle läuft, plus Klimaanlage, weil wir heute 39 Grad haben und wir es hier im Haus kaum aushalten. Ja? Also hier nebendran liegt gerade Maximus, der liegt da fast wie eine Flunder. Ja, das war er. Weil es auch selbst dem jungen Mann zu heiß ist und deswegen tränt hier jetzt mein Auge am laufenden Band, weil ich jetzt Wind von oben und von vorne und von überall habe. Kennt er wahrscheinlich selbst, ne? Wie das ist, wenn man sich gerade ein Gesicht gemalt hat und man geht raus und ein bisschen Wind und alles ist zerstört. So, genau, 4 Minuten gequatscht, los geht die wilde Fahrt. Also, wir fangen an mit meinem Darf Therapy All-Care Nährpflege. Das hatte ich damals bis hierhin voll. Wie ihr seht, es ist leer, also da ist nichts mehr drin. Ne? Habe ich also jetzt wirklich in den letzten Monaten aufgebraucht. Finde ich, ist ein tolles Produkt. Ich liebe Darf-Produkte, egal ob Haarpflege, Körperpflege. Ich liebe den Geruch, ich liebe die Pflege. Fand, es war ein ganz, ganz tolles Spray, habe es einfach aufgebraucht, weil ich viele da habe und wie gesagt, ich musste einfach irgendwo anfangen, würde es mir aber jederzeit nachkaufen. So, dann geht es weiter mit einem Parfum, das hatte ich euch gezeigt, das war damals bis hierher voll, ja, knapp noch die Hälfte und das ist leer, ja, also da ist jetzt noch so ein Spritzerchen drin, aber das bekommt man nicht mehr raus, nee, da kommt nichts mehr.
War ein ganz, ganz toller Duft. Ich habe diesen Duft sehr geliebt. Ich meine, es war das VIP, Golden VIP. Ich kann den Namen nicht merken. Ja, bei der Herstellung hat es damals anscheinend nicht mehr gereicht, um da einen Namen draufzuschreiben. Ist im Endeffekt aber auch egal. Es ist das mit der goldenen Schleife. Ist ein sehr eleganter Duft, ein sehr weiblicher Duft. Ist für mich ein toller Alltagsduft gewesen. Habe ihn in den letzten 3 Monaten, 4 Monaten sehr, sehr oft verwendet und von daher ist die Buddel leer. Ich freue mich. So, dann geht es weiter mit einem Produkt. Ich glaube, wir machen erstmal die Produkte, die ich wirklich leer gemacht habe. Ja, und dann kommen wir zu meinem Fail, weil ja, so ganz gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es natürlich nicht. Aber okay, das ist leer geworden. Und zwar ist das von Garnier der Roll-On. Den habe ich gerne als Foundation-Ersatz benutzt. Es ist eigentlich ein Roll-On für unter die Augen. Steht auch drauf, Anti-Dark Circles, Anti-Augenringe, ja. Ich hatte mir den damals geholt in dunkel, für unter die Augen war er mir zu dunkel, habe ihn dann irgendwann als Foundation-Ersatz benutzt, mag ich sehr, sehr gerne, ich habe noch einen da, deswegen habe ich ihn jetzt auch aufgebraucht, bin jetzt auch dann, wenn ich jetzt dann hier alle Produkte mal weggeschmissen habe, also die leeren und die Produkte, die ich jetzt im Koffer noch habe, ja, von meinem Haul und von meinen Geschenken, wenn ich das jetzt nochmal alles wieder rausgeräumt habe und in meine Schminksammlung einsortiert habe, werde ich mir definitiv diesen, also mein Backup, auch wieder rausholen und werde den dann wieder öfters benutzen. Ja, fand ich ein tolles Produkt. Wie gesagt, als Foundation-Ersatz für unter die Augen war das für mich nichts. Aber ja, ist ja jedem das seine. Ne? Ist auf jeden Fall leer. Nee, kommt nichts mehr raus. Also, aufgebraucht. So, dann geht es weiter mit einem EOS Lip Balm. Hatte ich euch schon mehrere Male erzählt, dass diese EOS Lip Balms für mich ein absoluter Flop sind, bis auf diesen mintfarbenen, also dieser, nicht mintfarben, diesen grünen, da der eben einen sehr mintigen Geschmack hat und auch wirklich eine pflegende Wirkung hat. Alle anderen sind, oder von EOS sind für mich ein absoluter Flop. Ich verstehe nicht, warum die so gehypt werden. Ich hatte mir damals, wie wir in Hawaii oder auf Hawaii angekommen sind, natürlich sind mal wieder die Synapsen durchgedreht und durchgeknallt. Hab mir gleich mal 5 Stück geholt. Und ja, also das war jetzt Himbeere, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr fruchtig. Ihr wisst, fruchtig ist überhaupt nicht meins, warum ich mir so viele gekauft habe. Ich weiß es nicht. Tatsache, ich habe ihn leer genudelt, wie ihr seht. Ja, also da sieht man jetzt auch wirklich schon den Boden. Und ja, den Erdbeer habe ich, glaube ich, an meinen Mann abgetreten. Er findet das gar nicht so toll, aber ich habe gesagt, es muss aufgebraucht werden. Und ganz tapfer abends, wenn wir dann ins Bett gehen, er hat ihn bei sich im Nachtschränkchen, ich habe meinen grünen, er hat seinen Erdbeer. Und ja, abends geht dann hier unsere EOS-Session los und wir pflegen unsere Lippen damit. So, nachkaufen? Nein, würde ich mir nicht, denn es gibt viel bessere, pflegendere Pflegestifte oder Lippenpflege wie diese EOS und man muss natürlich auch sagen, sie sind nicht gerade günstig. Bei uns kosten die, glaube ich, $3 und nö, ist für mich diesen Hype absolut nicht wert. So, dann einen Lippenstift und zwar von Reval de Loup. Das war die Farbe 201. Ist ein toller Lippenstift. Ich liebe diesen Lippenstift. Wie ihr seht, er ist leer, also das ist ausgedreht. Ja, es sieht sehr, sehr versifft aus, aber ich habe ihn die letzten Monate sehr, sehr oft verwendet. Ist für mich ein absolut toller Nude-Ton, ein absolut toller Alltagston. Habe ich, wie gesagt, sehr, sehr oft verwendet. Auch wenn ich jetzt nicht wusste, was für einen Lippenstift ich auftragen soll, habe ich den genommen. Ich habe noch ein Backup, deswegen wollte ich ihn auch aufbrauchen, weil ich einfach weiß, ich habe so, so viele Lippenstifte in Nude. Also ihr wisst ja, Nude ist meine Farbe. Und ja, also da hätte ich jetzt keinen zweiten gebraucht. Von daher auch hier bin ich sehr, sehr stolz, dass ich ihn aufgebraucht habe. Finde ich aber ein toller Lippenstift. Hier hinten bekommt ihr dann noch ein, ja, so ein bisschen Lipgloss
mit dran. Also das Teil da hinten kann man aufmachen. Mache ich jetzt nicht, weil ihr kennt mich, ja, ich bin ein kleiner Schussel. Da kracht mir jetzt wahrscheinlich noch ein Fingernagel ab oder so. Aber hier hinten seht ihr dann einfach die Farbe vom Lippenstift und das Teil könnt ihr rausmachen und könnt das Ganze dann noch als Lipgloss benutzen. So, ist auf jeden Fall aufgebraucht. Ja, dann gucken wir mal. Genau, dann hatten wir noch von Essence aus der Rebels LE. Das war ein Soft Matte Lipgloss. Den wollte ich aufbrauchen, weil auch hiervon habe ich ein Backup und auch hier muss ich sagen, er ist so gut wie aufgebraucht. Ja, also wenn ich jetzt hier so drüber gehe, es kommt kaum noch Produkt raus, es ist nicht mehr viel. Auch hier an der Seite, also man sieht, kann in die Flasche reinschauen. Ja. Finde ich ein tolles Produkt. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Ich habe den, das Lippengefühl fand ich sehr, sehr toll. Es war, obwohl es ein matter Lipgloss war, er war nicht austrocknend. Er hat die Lippenfältchen nicht betont. Es hat nicht trocken ausgesehen. Also ich finde, es ist wirklich ein toller Lipgloss. Bin froh, dass ich da noch einen habe. Aber wie gesagt, ich habe einfach so, so viel, dass ich von dem jetzt nicht auch noch irgendwie ein Backup gebraucht habe. Und freue mich aber, dass ich noch einen habe und werde den auch weiterhin sehr, sehr gerne benutzen. So, dann, ich glaube, das war's mit aufgebraucht. Hier ist noch ein Produkt. Ich werde euch das Video zu meinem, also dieses erste Video, wie ich euch die Produkte gezeigt habe, wie voll sie waren, warum ich sie aufbrauchen möchte und, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Dass ihr dann natürlich auch seht, wie viel hatte Mutti aufgebraucht, ist da überhaupt was weg, ne? Oder ist es Fail pur? Ja, weil bei den Produkten, die jetzt noch kommen, denke ich, werden so einige denken, oh, das war aber nicht so toll, ne? Genau, also jetzt haben wir hier noch ein aufgebrauchtes Produkt, das erkennt man schon gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall von Essence, dieses Compact Powder in der Farbe 09 Soft Tan. Das war ein Bronzing Powder, habe ich geliebt, fand ich ganz, ganz toll. War sogar am Überlegen, wie ich in Deutschland war, es mir nachzukaufen, total bescheuert. Ja, da arbeitet man 3 Monate dran, um so ein Produkt aufzubrauchen und dann überlegt man es sich neu zu kaufen. Tatsache ist, es ist aufgebraucht, also hier am Rand seht ihr noch ein bisschen was, aber das ist so fest da drin, dass ich es mit dem Kabuki-Pinsel oder mit meinem Puderpinsel einfach nicht mehr rausbekommen habe. Aber ich habe es gern benutzt, es war, glaube ich, mein 2. oder 3. Puder, also es war nicht das erste, was ich mir gekauft hatte von Essence, würde es mir auch nachkaufen, aber ich habe so viele Bronzing-Puder hier, dass ich mir da erstmal keine Gedanken drum machen muss. Ne? Aber ist auf alle Fälle aufgebraucht und ich fand super. So, dann war es das, was aufgebraucht angeht. Ne? Also ich zeige euch jetzt noch die restlichen Produkte, die ich euch ja damals schon in die Kamera gehalten hatte. Sag da jetzt noch kurz was dazu und dann Tatsache ist, die sind einfach nicht aufgebraucht. Hier läuft mir auch gerade was aus, sehe ich. Ja, wie soll es anders sein? Es ist auf jeden Fall von Garnier diese Miracle Skin BB Cream, All-in-One BB Cream mit Matt-Effekt. Sie geht nicht leer. Ja, sie geht nicht leer. Ich weiß nicht, wie lange ich diese BB Cream schon zu Hause habe. Ich möchte, dass sie leer geht. Nicht, weil ich sie schlecht finde. Nein, ich finde sie sehr, sehr toll. Aber ich habe einfach so viele Foundations hier, dass es doch mal schön wäre, wenn was leer gehen würde und ich dann auch mal was Neues rausholen kann oder mir etwas Neues kaufen kann. Ich finde sie sehr, sehr gut. Der Preis liegt, glaube ich, zwischen 8 und 10 Euro. Man kann sich nicht beschweren, weil sie wird niemals leer gehen. Also bei mir auf alle Fälle nicht. Bei mir läuft immer abends einer rein, füllt die Tube wieder auf. Ich freue mich. Ja, also ich glaube, das ist somit die günstigste BB-Cream, die man sich kaufen kann, weil sie sich einfach von alleine immer wieder auffüllt. Kommt mit 40 Millilitern. Ja, hält ein Leben lang. So. Jetzt ist die mir auch ausgelaufen, ganz toll. Ja, das macht bei dem Produkt aber gar nichts, weil das wird jetzt weggeschmissen. Und zwar ist das von Essence aus dieser Cherry Blossom Girl LE, dieser Highlighter. Ja, hier könnt ihr es jetzt auch schön sehen, da ist mir gerade die BB-Cream ein bisschen ausgelaufen. Macht nichts, ich werde dieses Produkt wegschmeißen, aus dem ganz einfachen Grund.
Könnte sein, dass mein Mann gleich kommt. Ich weiß es nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens, die Verpackung finde ich sehr, sehr blöd. Ja, also jetzt kann ich es sowieso nicht aufmachen, weil das hier alles verschmiert ist. Wer mein damaliges Video gesehen hat, der weiß, dass da ein Zuhälter drin sitzt. Es geht nicht auf, also es geht nicht auf, ohne dass man diesen Flüssig-Make-up dann irgendwo auf dem Gesicht hängen hat, auf den Kleidern hängen hat. War jetzt nicht mehr so der Reißer. Die Tatsache, dass ich ihn sehr, sehr lange nicht benutzt habe, das Ganze kommt oben mit so einem Pinselchen, wo man dann hier unten so rausdreht und dann appliziert man sich es eben auf die Wange und verblendet es. Und ja, ich habe es aber lange nicht benutzt. Dadurch ist mein Pinsel da oben eben eingetrocknet und es kam dann auch wirklich nicht mehr schön Produkt raus. Es ist ein ja roséfarbener Highlighter, wo ich ganz ehrlich sagen muss, davon habe ich sehr, sehr viele. Brauche ich mir jetzt keine Gedanken drum machen. War damals schon am Überlegen, dieses Produkt zu entsorgen. Hab mir gedacht, nee, komm, gibst du dem Ganzen noch eine Chance, aber es ist einfach nicht meins gewesen. Ne? So, also hier kann ich schon mal sagen, Flüssig-Highlighter, nicht aufgebraucht, fail. So, dann haben wir ein Bräunungspuder von Basic. Ja, also hier könnt ihr sehen, ich habe fleißig daran gearbeitet, dass Hit the Pan ist auch viel, viel größer geworden wie damals in meinem, ja, also in meinem vorigen Video. Es war die Farbe 01, einfach nur Bräunungspuder. Basic hat es ja damals bei Schlecker gegeben, gibt es heute nicht mehr. Ich muss sagen, ich finde, es ist ein tolles Puder. Riecht nach Kokosnuss. Ja, ihr wisst, ich habe eine Kokosnuss-Obsession, finde dieses Puder ganz, ganz toll, habe es heute auch wieder drauf, deswegen glänze ich auch so ein bisschen wie eine Disco-Kugel. Ich finde es geil, ja, also gerade hier auf Hawaii, da kann man sich ja drauf schmieren, was man will. Man ist nie lange matt, von daher, ja, dann kann ich mir auch gleich immer so ein Schimmerpuder draufhauen. Finde ich toll, ist eine tolle Farbe. Gibt es leider nicht mehr, da Schlecker ja zugemacht hat, aber ich mag das Puder. Werde ich auch weiter behalten, also ist jetzt nichts, was ich wegschmeißen werde, nur weil ich es nicht aufgebraucht habe. So, dann haben wir von Maybelline der Löscher. Das ist ja der Concealer. Ihr seht, es ist nicht mehr viel drin, aber es ist eben nicht leer. Also von daher fail, ja, nicht aufgebraucht. Ich liebe diesen Concealer, finde ich ganz, ganz toll. Gerade hier unten um die Augen herum, um ein Highlight zu setzen, um das Ganze ein bisschen zu öffnen, um wacher auszusehen, finde ich super. Werde ich mir auch definitiv nachkaufen, wenn der dann mal leer ist. Kommt ja hier oben mit diesem Schwammapplikator. Ist ein bisschen unhygienisch, muss ich sagen. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es einfach aus einem Tübchen rausgekommen wäre. Aber ja, damit macht es das Auftragen auch ein bisschen, ja, unikat, nee, nicht unikater. Einfach anders von anderen Concealern, weil normalerweise ist es ja so, dass man sich das dann noch so einklopft oder mit einem Pinselchen, wie auch immer. Hier einfach nur unter die Augen. Und ja, also ich finde es ganz, ganz toll. Ich liebe diesen Concealer wirklich. Und wie gesagt, würde ich mir auf alle Fälle nachkaufen. Aber jetzt für dieses Video ganz klar fail, weil es ist nicht aufgebraucht. So, dann ein Lipgloss. Und zwar von Essence aus dieser XXL Shine-Reihe. Die Farbe 19 Nude Candy. Der sieht so aus. Was ich jetzt gerade ein bisschen krass finde, weil ich habe den nämlich nicht aufgebraucht, aus dem Grund, ich muss mich hier mal anders hinsetzen, da der letztens eine andere Farbe hatte, ja, also hier, da wo ihr jetzt Rosé seht, also einfach den Lipgloss, da war letztens gelb. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, ob der mir abgelaufen ist oder... Ich muss auch sagen, er riecht ein bisschen streng. Also den habe ich ja oder wollte ich aufbrauchen, weil ich den nochmal habe. Den in ganz neu. Und ich habe an dem ganz neuen letztens mal dran gerochen. Und der hat viel besser gerochen wie der hier. Also er riecht schon so ein bisschen ranzig. So ein bisschen nach Kinderknete und muss ganz ehrlich sagen, das möchte ich mir eigentlich nicht mehr auf die Lippen auftragen. Wobei ich sagen muss, ich finde diesen Lipgloss wirklich toll. Ich finde, es ist eine schöne Farbe. Ja gut, auf die Hand kann ich es mir ja mal drauf schmieren, ne? So. Ja,
Also ist wirklich ein wunderschönes Rosé. Und bin froh, dass ich da noch einen habe. Und ich habe ihn wirklich sehr, sehr gerne benutzt. Aber den werde ich nicht aufbrauchen. Den werde ich jetzt auch wegschmeißen. Wie gesagt, er riecht nicht mehr gut. Und letztens war das hier auch alles so gelblich abgesetzt. Und sowas möchte ich mir natürlich nicht auf die Lippen schmieren. Also, Fail nicht aufgebraucht. Ja, dann haben wir hier von P2 einen Nagellack. Und zwar Glamorous Finish Glitter Top Coat. Der sieht so aus. Wie ihr seht, ich habe gut aufgebraucht. Ja, also auch jetzt habe ich ihn wieder auf meine Nägeln drauf, weil ich einfach Glitzer, Bling Bling, ihr wisst, finde ich total toll, brauche ich in meinem Leben. Und ich finde einfach, dass, ja, es pimpt einfach nochmal jeden Nagellack so ein bisschen auf. Und gerade wenn dann die Sonne scheint und es alles so schön glitzert, und finde ich super. Ich denke, es ist noch genug drin, um ihn, ja, vielleicht dreimal zu benutzen. Dann wird er auch leer sein. Ich wollte ihn aufbrauchen, weil ich noch einen Backup davon habe und weil ich einen von Sally Hansen da habe, der dem eigentlich sehr ähnlich ist. Jetzt hat sich's wieder abgesetzt. Hier könnt ihr es jetzt sehen. Ja, und ja, also ich denke, man braucht von solchen Glitter-Topcoats braucht man nicht 25 Stück. Aber ich bin sehr froh, ihn zu haben. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Ich finde es super schön, wie es Nagellack verändert. Und ich muss auch sagen, er trocknet sehr, sehr schnell. Also ich bin jemand, wenn meine Nägel jetzt nicht mehr so toll aussehen, knalle ich mir einfach einen farbigen Lack drauf und mache mir den oben drüber. Und innerhalb von einer Minute, anderthalb sind die Nägel trocken und man ist good to go und man kann aus dem Haus rausgehen. So. Dann haben wir noch ein Puder, und zwar ist das von Manhattan Clear Face. Hier an der Verpackung könnt ihr sehen, wie alt es schon ist. Das ist nämlich noch die alte Verpackung. Hatte ich in der Farbe 78 Rose Beige. Auch hier ist das Hit the Pan viel, viel größer geworden wie damals in meinem Video. Ich liebe dieses Puder, ich finde es ganz, ganz toll. Benutze es, nachdem ich meine Foundation aufgetragen habe, einfach um diesen Matt-Effekt länger anhalten zu lassen. Finde auch wirklich, dass man dann 2 Stunden länger matt ist wie jetzt ohne, würde ich mir definitiv nachkaufen. Aber ich habe so viele von diesen hellen Abdeckpudern und mattierenden Pudern, dass ich einfach irgendwo mal anfangen musste. Werde dieses Produkt aber definitiv aufbrauchen, ist jetzt nichts, was ich wegschmeißen werde. Aber man muss dazu sagen, Fail. Ne? Mudi hat es nicht aufgebraucht. So, dann haben wir hier einen Nagellack, der jetzt verschmiert ist mit BB-Cream. Sehr schön. Das ist von Wet n Wild, dieser 205B Sugar Coat. Finde ich eine wunderschöne Roséfarbe. Ist einfach nude, ein pastellfarbenes Rosé. Lässt die Fingernägel wirklich total gepflegt aussehen. Und ich liebe diesen Nagellack. Den wollte ich aufbrauchen, weil ich den gleichen nochmal oben habe. Aber ja, kommt mit einem breiten Pinselchen. Damit ist der Auftrag natürlich auch sehr, sehr leicht. Ich hatte ihn jetzt in diesen 3-4 Monaten, hatte ich ihn jetzt, glaube ich, 4-5 Mal drauf. Also, er ist jetzt noch bisher hier voll. Ne? Also brauche ich mir jetzt in nächster Zeit keine Sorgen machen, brauche ich mir generell keine Sorgen machen, weil ich einfach viel von diesen Rosé-Tönen zu Hause habe und dann eben nochmal ein Backup von dem. Aber bei euch gibt es ja Wet n Wild Produkte und schaut euch diesen Nagellack wirklich mal an. Er macht wirklich so gepflegt aussehende Nägel. Es ist ein ganz, ganz toller Lack. Er trocknet super schnell. Mit einer Schicht ist es natürlich noch natürlicher. Mit 2 Schichten ist es ein bisschen gedeckter, aber es ist immer noch ein Pastellrosé und finde ich einfach wunderschön. Ne? Also guckt euch den auf alle Fälle mal an, wenn das so euer Beuteschema ist. Ich finde ihn super, aber natürlich Fail, nicht aufgebraucht. So, dann haben wir hier von Catrice einen Gel-Eyeliner, den hatte ich euch damals gezeigt. Da hat sich so gut wie gar nichts getan, aus dem ganz einfachen Grund. In dem damaligen Video hatte ich euch erzählt, dass ich das Gefühl habe, er trocknet so ein bisschen ein. Ja, also mittlerweile, er ist trocken, ja, also da geht nichts mehr, da kommt auch nichts mehr raus. Viele meiner Abonnenten hatten mir geschrieben,
Glycerin zu kaufen und dass man ihn damit dann wieder weich bekommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Glycerin kostet. Dieses Teil hat, glaube ich, 3 Euro gekostet und mir da jetzt irgendwie Glycerin für 3-4 Dollar zu kaufen, das sehe ich dann irgendwo nicht ein. Ich habe hier meine Creme-Eyeliner von Wet n Wild und muss ich auch sagen, finde ich besser wie den. Ich fand ihn sehr gut, er war schön schwarz, wenn er angetrocknet war, er hat bei mir nichts abgestempelt oder er hat auch wirklich den ganzen Tag gehalten. Aber im Vergleich zu diesem Wet n Wild Creme Eyeliner, den ich jetzt hier habe, finde ich diesen Wet n Wild doch noch einen Ticken besser. Und ja, der wird jetzt von mir einfach entsorgt. Brauche ich nicht nochmal. So, dann habe ich, oh, noch was ich aufgebraucht habe. Oh Gott, ja, hier, und zwar von Essence, meine I Love Stage Eyeshadow Base. Wisst ihr, liebe ich dieses Produkt, benutze ich immer, ja, bevor ich mir meinen Lidschatten auftrage, mache ich diese Eyeshadow Base drauf, puder das Ganze dann ab, dass die Lidschatten dann auch wirklich bombenfest halten. Und ja, also hier könnt ihr es auch sehr schön sehen, es ist alles ausgekratzt. Hier unten ist noch was drin, aber da komme ich selbstverständlich nicht dran, ja, mit diesem Applikator hier. Und ich finde, es ist eine tolle Eyeshadow Base. Also ich habe den Soft Ochre hier von MAC, ich habe von Reval de Loup habe ich eine Eyeshadow Base. Und ich muss wirklich sagen, also für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt hier so eine Drogerie Eyeshadow Base habe oder von MAC eine Eyeshadow Base. Ich puder generell immer meine Eyeshadow Bases ab. Und somit hält dann bei mir der Lidschatten auch den kompletten Tag. Ja, muss man jetzt also nicht 18, 19 Euro für einen MAC Paint Pot ausgeben, wenn es so eine Drogerie Eyeshadow Base auch macht. Ne? Also ich habe mittlerweile sehr, sehr viele Backups. Ich freue mich drüber. Brauche ich mir in nächster Zeit auch keine Sorgen machen, dass mir das irgendwie ausgeht. Und aufgebraucht. Nö. Sehr schön. So, dann haben wir ein Produkt, das schmeiße ich jetzt weg, auch wenn es nicht aufgebraucht ist. Ich kann es nicht mehr sehen, ja, mir steht es bis hier. Es ist von P2, die Perfect Face Anti-Red Base. Ja, das ist dieses Gerät. Also es soll Rötung neutralisieren für einen gleichmäßigen, gesunden Ton. Ja, nee, also bei mir nicht. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich das auftrage und, ja, mach mir mein Make-up drauf oder meine Foundation, dass die Foundation nicht lange hält, dass das Hautbild einfach mit dieser Base nicht so schön aussieht wie ohne oder mit einer anderen Base oder einem anderen Primer. Ich habe es wirklich täglich benutzt. Ja, also auch an Tagen, wo ich jetzt mal kein Make-up oder so benutzt habe, habe ich das einfach als Base genommen, einfach um meine Rötung zu neutralisieren. Also ich bin jetzt niemand, der groß Hautunreinheiten oder Pickelchen oder so hat, aber ich habe eben von Natur aus viele Rötungen und habe die dann einfach immer aufgetragen. Aber auch sie, ja, geht nicht leer. Ich denke, die zwei sind miteinander verwandt, Cousin, Cousine, ich weiß es nicht. Auch hier läuft mir immer jemand abends rein und füllt mir dieses Ding wieder auf. Nur, dass ich von diesem Produkt eben nicht angetan bin und werde es jetzt auch wegschmeißen. Ihr wisst, ich bin kein Freund davon, Dinge wegzuschmeißen. Ich brauche meine Produkte normalerweise auf, aber ja, dieses Teil tut nichts für mich. Wie gesagt, wenn ich dann Make-up aufgetragen habe, hat es meiner Meinung nach nicht so schön ausgesehen wie ohne. Und ja, also brauche ich es auch nicht. Ne? Also ich denke, es ist jetzt bis hierhin noch voll. Wie ich angefangen habe, war es, glaube ich, hier. Also da müsste ich jetzt die nächsten 10, 15 Jahre noch damit rummachen, dass das Teil mal leer geht. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf. So. Hier alles versaut. Wunderbar. Kleinen Moment. Oh Gott. So, dann haben wir jetzt noch, was haben wir noch? Ein Parfum und zwar von... Auch versaut mit BB Cream, sehr schön. Ja, bin ja wieder top vorbereitet hier, ne, wie ihr seht. So, also wir haben hier noch einen Nagellack und zwar von Essence, Studio Nails Pro White Rose. Der sieht so aus. Den benutze ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne auf meinen Füßen, da ich auf meinen Füßen sehr gerne knallige Lacke trage und ich einfach finde, wenn man so einen Base
Unterlack auf die Nägel, egal auf den Fingernägeln, auf den Fußnägeln, zuerst aufträgt und dann eine knallige Farbe, verfärbt es einfach nicht die Fuß- und Fingernägel. Es lässt sich leichter ablackieren und ich finde einfach auch, dass es... es sieht einfach schöner aus, ja? Also auf den Fingernägeln habe ich ja generell Gelnägel, von daher, da ist es egal. Aber wenn man Naturnägel hat, Fingernägel, Fußnägel, da hat man dann immer so ein paar Rillen drin. Und ja, ich finde einfach, dass so ein Basecoat diese Rillen dann nochmal ein bisschen auffüllt, das Ganze gleichmäßiger aussehen lässt und finde, muss aber auch wirklich sagen, dass ich den sehr, sehr gerne alleine getragen habe, ja? Also es ist auch ein sehr schöner Roséton, ein Nudeton, ein Pastellton, finde ich dann auch sehr, sehr schön. Ich sehe jetzt gerade durch das Licht, das hier durchscheint, also er ist jetzt noch bis zur, ja, bis zur Hälfte ist er noch voll, ne? Werde den Lack aber auf alle Fälle aufbrauchen, weil ich ihn sehr, sehr gut finde. Hab auch in Deutschland jetzt geschaut, wie ich da war, ob es diesen Lack noch gibt. Hab ihn leider nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er aus dem Sortiment genommen wurde oder ob er einfach nur ausverkauft war. Aber ja, sollte er bei mir mal leer gehen, was noch eine ganze Weile dauern wird. Und ich würde ihn mir auf alle Fälle nochmal nachkaufen. So, dann haben wir jetzt... mein Parfum, und zwar das von Coconut Passion. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich in den letzten Monaten gar nichts getan. Ich habe es vielleicht 2-3 Mal verwendet, aus dem ganz einfachen Grund, ich hatte hier von Playboy mein Parfum aufzubrauchen. Und ja, an den Tagen, wo ich was anderes benutzt habe, sehe ich gerade, ja, habe ich entweder was von Bath & Body Works benutzt oder von Betty Barclay, meine Tender Blossom. Ja, also ich weiß nicht, warum ich das in letzter Zeit nicht so oft verwendet habe, also das Parfum. Ich habe sehr, sehr gern das Body Spray dazu verwendet. Ich habe ja von Coconut Passion, also aus dieser Reihe, habe ich ja das komplette Ding. Ich habe Duschgel, ich habe Body Lotion, ich habe das Body Spray gehabt oder habe es immer noch und eben das Parfum. Ja, also auch hier seht ihr Fail, ja, nicht aufgebraucht, aber ist definitiv ein Produkt, das ich mir jederzeit nachkaufen würde, weil... oh, es riecht so toll. Es riecht so toll. Ja, man muss Kokosnuss und Vanille, man muss es mögen, ganz klar. Ihr wisst, ich liebe es und deswegen wird es bei mir jederzeit nachgekauft. So, und dann zum letzten Produkt. Das war ein Lippenstift. War das das letzte Produkt? Nee, Quatsch, stimmt gar nicht, um Gottes Willen. Noch nicht abschalten, Schätzeleins, es kommt noch was. Ja, also hier haben wir dann noch einen Lippenstift von Rimmel. Das war die Farbe 272 Frosted. Ja, Rimmel gibt es in Deutschland leider nicht mehr. Der hat so ausgesehen. Auch hier muss ich euch ganz ehrlich sagen, hat sich in den letzten Monaten nicht viel getan. Ich habe ihn nicht oft benutzt. Ich habe sehr, sehr viele andere benutzt. Ich habe sehr gerne den von Reval de Loup benutzt. Oder eben hier meine Lip Cream. Und ja, also an den muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht mehr so oft gedacht. Naja, es ist ein schöner Lippenstift, kann ich euch gerne mal als Swatch machen. Ja, also ist gerade jetzt auch für den Sommer so ein richtiges, richtig schönes Peach Gold. Gut, das muss einem natürlich gefallen. So. Ja, also ist eine schöne Farbe, finde ich toll. Ich liebe diesen Lippenstift auch von der Farbe her, vom Auftragegefühl. Ja, hat keinen Geschmack, aber er hält jetzt natürlich nicht 8 Stunden, ist klar. Also das ist bei uns Drogeriemarke, ja, kostet glaube ich 3 Dollar, 3,50 Dollar, wenn überhaupt. Und ja, aber ist eine schöne Farbe, ne? Also hier, genau. So, dann haben wir jetzt noch einen Highlighter und zwar von Manhattan. Das ist dieser hier. Auch hier im Vergleich zu meinem letzten Video seht ihr, das Hit the Pan ist stark gewachsen, da ich ihn sehr, sehr oft verwendet habe. Auch heute trage ich ihn wieder. Ja? Er zaubert einfach einen wunderschönen Glow ins Gesicht, wie von der Sonne geküsst, wie ich ja immer so schön sage. Und muss auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass er nicht leer ist. Ja,
Also ich habe zwar viele, die so in die Richtung gehen, aber ganz so sind sie dann doch nicht. Und wie ich jetzt in Deutschland war, ich habe extra geguckt, ob es den noch im Manhattan-Sortiment gibt. Ich habe ihn nicht gesehen und ich denke, das wird jetzt auch so ein Puder sein oder so ein Highlighting-Powder, was ich nicht aufbrauchen werde, da, ja, war einfach mein erster Blush, mein erster Highlighting-Powder. Es steht ja drauf, Schimmerpowder und Blush. Aus dem ganz einfachen Grund, da das eben mit Rosé und mit Gold ist. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ja, also ihr seht, es ist ein ganz, ganz toller Glow. Hier hinten seht ihr ihn. Und ja, war mit mein erstes Puder und möchte ich ehrlich gesagt gar nicht aufbrauchen. Deswegen bin ich da jetzt auch ganz, ganz froh, dass es nicht leer ist und werde ihn dann, denke ich, auch aufbewahren. Kennt das selbst, ja, als Beauty-Junkie, sobald irgendwie was hit the pan hat oder so, man hört auf, es zu benutzen, aus was für einem Grund auch immer. Aber ja, ich finde es toll, ich liebe es und natürlich ganz klar Fail, weil ich es nicht aufgebraucht habe, aber ich für mich muss sagen, ich bin froh. So, dann haben wir jetzt noch eine Creme und zwar von Neutrogena, das ist die Oil Free Moisture für Combination Skin. Das Ganze sieht so aus, kommt oben mit einem Pumpspender. Wie ich angefangen habe mit meiner Challenge war es noch bis hierher voll. Jetzt sind wir hier, also ja, ein Viertel. Habe gut aufgebraucht. Ich habe sie auch sehr, sehr oft verwendet, wobei ich muss sagen, sie kommt mit 118 Milliliter. Ja, also nicht 40, nicht 50, nein, 118 Milliliter, das ist natürlich ein Haufen und ich kann euch das mal zeigen. Also das ist jetzt ein Pumpstoß, ja, das ist also eine Menge. Das reicht mir jetzt, um mein komplettes Gesicht einzucremen und noch meinen Hals dazu. Und ja, auch da muss ich sagen, also ich glaube, das wird mir bis 2024, wird mir das wahrscheinlich reichen bei täglicher Anwendung. Denn 118 Milliliter, wenn bei einem Pumpstoß so wenig rauskommt und das aber fürs komplette Gesicht reicht, ja, das dauert dann natürlich eine Weile, bis es aufgebraucht ist. Ich muss sagen, ich finde, es ist eine sehr, sehr tolle Creme. Ja, also es steht drauf, alkoholfrei, allergiegetestet, parfümfrei, verstopft die Poren nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich finde sie gut. Ich finde sie wirklich gut. Sie ist für Combination Skin, also Mischhaut. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch groß glänze oder nachglänze. Und sie zieht sofort ein, man hat keinen Film auf der Haut. Ihr wisst es, ich mag es nicht, wenn es alles so bappig und so ranzig ist. Hat man hier nicht. Würde ich mir auch nachkaufen, aber da brauche ich mir, wie gesagt, die nächsten Jahre erstmal keine Sorgen machen. Sie wird mir noch eine Weile erhalten bleiben. Werde sie jetzt aber in meinen Backup-Schrank wieder hinten reinstellen, weil ich muss sagen, ich habe jetzt erstmal die Nase voll. Möchte jetzt gern was Neues ausprobieren. Hab mir ja 3, 4 Dinge in Deutschland gekauft. Hatte natürlich noch 8 bis 28 Dinge hier schon aufgemacht oder im Backup-Schrank. Und ja, also ich denke, jetzt müssen mal ein paar andere Sachen her. Aber es ist eine tolle Creme. So, dann noch ein Produkt. Ja, ich meine, das ist jetzt wirklich das Letzte. Und zwar von Balea diese Augen-Make-up-Entferner-Pads. Ihr wisst, das ist für mich ein absoluter Flop, was das Make-up-Entfernen auf dem Auge angeht. Das sind einfach so vorgetränkte Pads, die in Make-up-Entferner getränkt sind. Ihr wisst von Balea, der Make-up-Entferner, das ist mein absoluter heiliger Gral. Ich liebe ihn. Ich habe jetzt in Deutschland wieder den von Reval de Loop getestet. Ich komme mit ihm nicht klar. Meine Augen haben getränt und, und. Dachte mir damals bei diesen Pads, ja, ist ja super. Musste keine Wattepads kaufen, ja, geht vielleicht auch schneller. Nein, tut es nicht. Diese Teile brennen bei mir. Ich hatte das Gefühl, ich erblinde. Ich bin hier wirklich stundenlang mit einem Ölfilm auf den Augen im Haus rumgelaufen. Ich habe ausgesehen, als ob mir jemand auf die Augen geschlagen hätte. Und ja, ist für mich somit ein Flop des Jahrhunderts. Was ich jetzt aber sagen muss, ich finde diese Teile genial, um Eyeliner-Pinsel sauber zu machen oder Lidschattenpinsel, einfach kurz drüber, dass die Pinsel dann schon wieder einsatzbereit sind für den nächsten Tag. Und damit muss ich wirklich sagen, bin ich absolut zufrieden. Bin jetzt sogar froh, dass ich da noch viele Backups habe. Also ich meine, ich habe jetzt noch 3 Stück oder so.
habe mir jetzt in Deutschland keinen nachgekauft, weil ich werde die jetzt erstmal aufbrauchen. Aber dafür muss ich wirklich sagen, sind diese Pads einwandfrei. Ich finde sie super, nur eben auf die Augen, ja, würde ich sie mir nicht nochmal schmieren. Ne? Und jetzt, ihr seht ja hier die ganzen Swatches, ja, hier läuft jetzt auch schön die Creme davon. Und so, einmal hier mit dem Wattepad drüber und es ist alles weg. Wunderbar. Wie gesagt, dafür ist es für mich in Ordnung, aber zu mehr auch nicht. So, meine Lieben, das war's. Ja, also das war jetzt mal meine Aufbrauch-Challenge. Ich habe jetzt hier gerade irgendwas an der Nase hängen. Was habe ich mir da jetzt hingeschmiert? Naja, ihr wisst wahrscheinlich besser wie ich, weil ihr habt es ja gesehen. Ja, deswegen, also ich werde jetzt hier bestimmte Produkte werde ich jetzt entfernen. Also gerade die leeren Sachen, ist klar, ne? Also leere Dinge hebe ich nicht auf. Dann gibt es noch mal so 2, 3 Produkte, das geht für mich gar nicht mehr. Das steht mir bis hier, das wird jetzt auch entfernt. Und ja, bei anderen Produkten bin ich dann doch ganz froh, sie noch nicht aufgebraucht zu haben. Habe sie jetzt dann doch noch ein bisschen länger in meiner Sammlung und werde mich daran erfreuen. Ja, dann war es das für heute. Ja, also wie gesagt, nur dass ihr, also lasst mir in den Kommentaren da, ob ihr Lust habt an einer weiteren Aufbrauch-Challenge, denn ich habe natürlich wahnsinnig viele Produkte hier, werde das Ganze so oder so für mich nochmal auf die Beine stellen, weil ich einfach finde, mit dem Druck, den man da so ein bisschen im Rücken hatte, hat man Produkte doch anders benutzt, häufiger benutzt und ja, lasst es mir da. Ich freue mich über eure Kommentare. Lasst euch jetzt auch gehen. Entschuldigt bitte, es ist brutale Hitze heute, es ist extrem. Ich werde jetzt auch sofort runtergehen und werde etwas trinken. Ich habe das Gefühl, mein komplettes Gesicht ist mir hier weggelaufen in den letzten, jawohl, 41 Minuten. Werde dann auch versuchen, das Video gleich zu bearbeiten und hochzuladen, dass ihr dann die Woche auch was von mir sehen könnt. Und ja, wünsche euch somit noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!